das Diesel? Stickoxide? Ah nein, das ist Feinstaub. Über Feinstaub redet zurzeit kaum jemand. Dabei gibt es den nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Und gerade jetzt werden die Grenzwerte in manchen Großstädten überschritten. Denn im Winter kommt zum Straßenverkehr noch eine weitere Feinstaubquelle dazu. Und die sorgt für zusätzlich dicke Luft. Wie schlimm es wirklich ist, haben wir mal nachgemessen. Wir sind mit Axel Friedrich unterwegs. Er ist ehemaliger Mitarbeiter des Umweltbundesamtes und Feinstaubexperte. Die Politik, sagt er, hat vor allem den Verkehr als Feinstaubquelle im Visier. Heute will er uns aber beweisen, dass es eine noch gefährlichere und bislang wenig beachtete Quelle gibt. Die produziert vor allem ultrafeine Staubpartikel, nur Millionstel Millimeter groß. Durch ultrafeine Partikel sterben pro Jahr etwa 350.000 Menschen vorzeitig in der Europäischen Union. Das heißt, ein extrem hohes Risiko für die Gesundheit der Menschen. Es ist 8 Uhr morgens. Wir sind in Garmisch. Im Winter wie im Sommer ist hier auf der Durchgangsstraße viel Verkehr. In seiner Heimatstadt Berlin misst Axel Friedrich in der Regel um die 6.000 Staubpartikel pro Kubikzentimeter Luft. In Garmisch bekommt er ganz andere Werte. Das ist unglaublich. Also Werte höher als auf der Avus in Berlin. Also wirklich erstaunlich hohe Werte für eine Kleinstadt. Diese Messe dauern Werte von 20, 30, 40.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Also extrem hohe Werte. Wie kommt das? Liegt es am Verkehr? Hier noch am Verkehr. Wir haben viele Busse, kleine Maschinen, die ohne Rußfilter rumfahren, aber auch Autos. Viel mehr Autos als in Berlin zum Beispiel ohne Rußfilter. In Deutschland gibt es Grenzwerte für Feinstaub. Zur Überwachung werden Partikel erfasst, die bis zu einem Hundertstel Millimeter groß sind, genannt PM10. Auch für kleinere Partikel, PM2,5, gibt es einen Grenzwert. Das Dumme ist, es gibt eben noch viel kleinere. Und die sind laut Friedrich noch viel gefährlicher. Aber die werden momentan gar nicht erfasst, geschweige denn überwacht. Absolut fatal, wenn man die Bevölkerung wirklich schützen will. Die können tief in die Lunge eindringen, durch die Lungenwand vordringen ins Blutkreislauf und erzeugen einen Herzinfarkt. Wir wissen auch, die ganz Feinen können über die Nase, über den Geruchsnerv ins Gehirn vordringen und Demenz und Alzheimer auslösen. Das heißt, massive Krankheitsauslöser. Im Unterschied zu den Feinstaubmessstationen an den Straßen misst Friedrichs Gerät nicht die Größe von Partikeln, sondern ihre Gesamtzahl in der Luft. Auch die Ultrafeinen werden so erfasst. Und laut Friedrich ist die Gesamtzahl auch entscheidend. Münchner Forscher haben nämlich einen erschreckenden Effekt nachgewiesen. Sind sehr viele Partikel in der Luft, vor allem auch ultrafeine, zeigen sich beim Menschen schon nach 5 Minuten ernsthafte körperliche Reaktionen. Bei vorerkrankten Menschen kommt das Herz dann spürbar aus dem Takt. Die nächste Überraschung. Manchmal zeigt der Feinstaubzähler von Axel Friedrich extrem hohe Werte. Immer wieder wabern in Garmisch 100.000 Partikel pro Kubikzentimeter durch die Luft. Das, vermutet der Experte, hat mit einer zusätzlichen Feinstaubquelle zu tun. Friedrich führt uns weg von der Straße in eine Siedlung. Hier, abseits des Verkehrs, sollte die Zahl an Feinstaubpartikeln in der Luft eigentlich viel geringer sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Denn in der Siedlung wird offenbar viel mit Holz geheizt. Überall, vor jedem Haus, ist der Brennstoff gelagert. Das Messgerät zeigt erstaunlich hohe Werte. Wir haben jetzt hohe Werte gemessen, über 30.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Und es ist eindeutig von den Holzheizungen, die hier die Luft belasten. Ist das normal für so eine Siedlung hier? Wenn Sie keine Holzheizung hätten, hätten Sie Werte im Bereich von 2.000 bis 3.000. Die Feinstaubbelastung in der Wohnsiedlung ist so hoch wie auf dicht befahrenen Straßen? Ein Phänomen des Winters. Und eine gesundheitliche Bedrohung. Überall, wo mit Holz geheizt wird, ist die Gesundheit in Gefahr. Wir wissen inzwischen, dass die Emission von Ruß, also aus Holzöfen, höher ist als aus dem gesamten Straßenverkehr. Das heißt, hier haben wir ein Risiko, was weit unterschätzt wird. Vor allem an diesem Ruß hängen auch sogenannte polyaromatische Kohlenwasserstoffe, die krebserzeugend sind. Das heißt, wir haben außerdem dem normalen Dieselproblem, also Rußproblem, eben noch die Belastung mit polyaromatischen Kohlenwasserstoffen. Je nach Wetter verschärft sich die Feinstaubproblematik sogar noch.
Vor allem hier, in den Städten und Dörfern der Alpenregion. Und zwar immer dann, wenn sich eine warme Luftschicht über kalte Luft im Tal legt. Die warme Luft wirkt dann wie ein Deckel. Sie verhindert, dass frische Luft in die Stadt kommt. Die Folge? Der Ultrafeinstaub bleibt tagelang über den Häusern und wird ständig mehr. Die größte Belastung für die Menschen lauert aber nicht draußen, sondern in den Häusern selbst, meint Axel Friedrich. Hier misst er zum Teil immense Feinstaubwerte. Der Ofen ist nicht ganz dicht und damit kommen die Partikel auch in den Raum hinein. Bei modernen, teuren Öfen kommt das gleiche Problem, nur verzögert, weil erst muss der Ofen sich aufheizen. Wenn ich einen sehr großen, schweren Ofen habe, dauert das dann manchmal 20 Minuten, 30 Minuten, bevor eben die Temperaturdifferenzen zwischen dem Glas und dem Ofen dann so groß wird, dass die Dichtung nicht mehr ausreicht. Den Ofenbesitzern selbst ist diese Tatsache wahrscheinlich gar nicht bewusst. Offenbar werden sie beim Kauf eines Holzofens nicht darüber aufgeklärt. Nein, hier gibt es keinerlei Informationen, keinerlei Schutz. Denn sonst müsste man zumindest Vorschriften machen, wie dicht diese Öfen sein müssen, damit zumindest im Innenraum keine Belastung für die Menschen auftreten. Fast 12 Millionen Holzöfen brennen mittlerweile in deutschen Haushalten. Sie sorgen im Winter drinnen wie draußen für dicke Luft. Eine unbequeme Wahrheit, vor allem für den heilklimatischen Kurort Garmisch.